Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde, Age of the Ring. Wir sind das letzte Mal ja hier in Moria stehen geblieben, wo wir die Geschichte von Balin erfahren haben, den Wächter im Wasser ein zweites Mal bekämpft haben und diesmal getötet haben. Und gerade bei der Drei-Wege-Gabelung waren, die auch im Film vorkam tatsächlich. Nun kämpfen wir uns hier weiter. Ich vermute immer noch, wir haben den falschen Weg genommen, weil wir jetzt hier einmal quasi im Kreis geführt wurden, aber ich kann mich natürlich auch irren. Nee, hier war die Drei-Wege-Gabelung. So, dann haben wir vielleicht doch den richtigen Weg genommen. Egal. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es wissen möchte. Wir kommen auf jeden Fall gut voran. Waren bis eben in der Halle Durins. Sie suchen den Ring. Haltet die Stellung. So. Das hätten wir dann. Dann gehen wir mal weiter nach Norden, weil da ist weniger. Da unten sind mehr Gegner. Vielleicht ist hier oben ja noch irgendwas zu entdecken. Denn wir müssen immer noch die Trommeln in der Tiefe zerstören. Kann natürlich auch sein, dass die Trommeln in der Tiefe bei einem dieser Außengewege hier gekommen wären. So, dem da lang oder dem da lang. Das können wir jetzt ja nicht so genau wissen, weil wir diese Wege einfach nicht gegangen sind. Und sich hinter uns der Weg versperrt hat. We must fight. They're all over. Ogondo. Hold your ground! Löscht sie aus! Back him out! You got him, Sam! So. Huch. Attacke! So. Wir werden in diesem Let's Play auch noch einmal vor Moria kämpfen, denn es gibt eine Extra-Kampagne, wo man den Kampf von Azul Bizarre kennenlernen kann. Also Azul Bizarre ist die Ebene vor Moria, wo Durins Volk gegen Azog, den Schänder und seine Armee gekämpft hat. So, wir gehen mal hier lang. Dann geht's hier wieder ein Stückchen runter. Also die Gefährten waren ja wirklich tagelang in den Minen unterwegs. Das erkennt man im Film gar nicht mehr so. Da haben sie gefühlt alle 5 Minuten eine Pause eingelegt, eine kurze. Aber sie waren ja wirklich laut dem Buch tagelang in den Minen unterwegs. Was sie natürlich nicht so krass gemerkt haben, weil unterirdisch ist unterirdisch. Ob da jetzt draußen die Sonne scheint oder nicht, das kann einem relativ egal sein. Sehen tut man sie so oder so nicht. Ja, huch. Wo sind wir denn jetzt hier wieder gelandet? Sind wir jetzt wirklich einmal im... Ja, wir sind einmal im Kreis. Oder? Ich glaube, da oben war, glaube ich, Balins Axt. Ja. Wir sind wieder hier. Okay. Das heißt, wir sind im Kreis gelaufen, nur sehr umständlich. Cool. Waren wir überall schon. Dann springe ich mal ganz kurz nach hier unten. Lass unsere Gefährten dahin rennen. Ja, da ist wieder die große Brücke. Na
Aber gut, diesmal bleibt das ja wenigstens offen dann. Den Teil der Karte, den wir jetzt freischalten. Moment, geht's nochmal zurück. Ich möchte sehen, was hier unten ist. So, hier war Durins Thron. Den haben wir jetzt ja auch schon gesehen. Ich möchte trotzdem wissen, was hier unten, wo es hier unten hinging. Weil es kann ja sein, dass wir da jetzt einfach nur falsch gelaufen sind. Bevor wir jetzt nochmal noch die beiden anderen Wege ausprobieren. Vielleicht sind wir doch im richtigen Weg drin. Haben ihn nur falsch genutzt. So, es dauert jetzt ein bisschen, bis die hier angekommen sind. Also sie laufen auf jeden Fall schon mal schneller, als wenn wir wieder so einzeln die Befehle geben würden. Weil jetzt suchen sie sich natürlich den schnellsten Weg, um dahin zu kommen, wo sie hinbefohlen wurden. Aber gleich sind sie ja auch schon wieder da. So, hier oben war die Bibliothek, die Halle, in der wir die Geschichte von Balin erzählt bekommen haben. So, da sind sie auch schon. Jetzt kommen sie gleich. So, ich werde versuchen, unsere Helden möglichst zusammenzuhalten. So, da kommt auch schon der Erste. Gandalf, macht mal bitte wieder mehr Licht. Ja, weil hier geht's auch weiter. Tatsächlich. So, jetzt lassen wir mal erstmal noch die Hobbits mit ankommen. Dann gehen wir mal hier rein. Weil hier gibt's mehrere Cave Bats. Da soll. Ah, und da ist die Trommel in der Tiefe. Da ist sie. Müssten theoretisch nur von der anderen Seite kommen. Für Düsterwald. So, wen lassen wir denn? Komm, Frodo, sammelst du ein. Ich weiß nicht, ob die anderen noch Level-Ups kriegen können. Vernichtet sie! So, unsere Schwertkämpfer nehmen den anderen Weg außenrum, um dahin zu kommen. Da ich das Gandalf weg ist, sehen wir sie jetzt nicht mehr. Aber hier hätten wir einfach nur nach unten gehen müssen und zu den Trommeln in der Tiefe. Okay, sie sind zerstört. Without that drum, many of these vile goblins will blind our passage. Möglich. So, das waren jetzt eh die schnelleren Charaktere, die weggegangen. Oh, jetzt haben wir eh eine Cutscene. Okay. Watch out! Stand fast! Okay. It is impossible. What should we do now? Go forward. We should wait behind. Be careful. Aragorn und Gimli wurden getrennt. Das ist interessant. So, und jetzt müssen wir beide zurückfinden zu der Gemeinschaft.
Und natürlich kommen hier zwei Riesen. So, schnappt euch auch noch den zweiten. Orks sind nicht so schlimm. Da kommt noch einer. Wie viele sind das? So, Gimli kümmert sich um die Orks, Aragorn um den Riesen. Ja, cool. Das ging jetzt ja besser als gedacht. Sind wir jetzt dann doch ziemlich gut durchgekommen hier. It is over for now. Clear the path ahead. So, das Problem ist halt, wir sehen jetzt mit den beiden halt nichts. Beziehungsweise nicht so viel wie mit Gandalf. Aber ich gehe jetzt einfach mal hier diesen Weg entlang, weil wir haben jetzt keine Nebenmission mehr. Die große Halle in 10 Minuten haben wir nicht erreicht, das haben wir nicht hingekriegt. Aber das ist jetzt dann auch relativ wurscht. Das können wir jetzt ja eh nicht mehr machen. So, irgendwo muss dann doch auch irgendwann mal die Brücke von Khazad Dûm kommen. Können ja nicht ewig im Dunkeln rumrennen. Boah, ich sehe es schon kommen. Ende der Mission 2 Stunden hier drin verbracht. Also ich weiß jetzt echt nicht, wie lange wir hier schon dran unterwegs sind. Rechts, oben, unten. Ich gehe jetzt erstmal nach rechts hier. Komm. Wo geht's nach hier oben hin? Ja, müssten jetzt halt auch irgendwann mal wieder zurückkommen. Sehen es halt so mehr von der Map, aber das war jetzt eigentlich nicht so mein Ziel. So, hier geht's wieder in die Mine rein. Haha! Hier kommen wir dann auch wieder zurück zu den Leuten.
So. Damn. Reunite with the Fellowship, das haben wir geschafft. Wir dürfen nicht versagen! Come with your axe! Ich würde mal sagen, das haben wir souverän gelöst. Das Ganze. Quick Repairs können wir machen. Take Refugee, creates Lush Terror. Ah, okay. Da können wir einen freundlichen Außenposten machen. Hidden Cache, Samantha Cache auf Resources. Ja, aber ich möchte jetzt erstmal möglichst viel abdecken, möglichst schnell nach hier unten kommen und dann gucken wir später dann mal, was uns da wirklich was bringt, weil wir brauchen halt einfach das und entweder das oder das. The Eagles are coming, dann nehmen wir eher das da. They must not pass. So, sie dürfen nicht vorbei. Das ist wohl wahr. So. Kreatur des Schattens. Die Frage ist, wo machen wir jetzt weiter? Wo können wir jetzt weitergehen? Aber hier unten geht es ja wohl nicht mehr durch. So. Von hier kamen wir ganz am Anfang. Okay. Das heißt, wir haben wirklich den falschen Weg genommen einfach. Schlicht weg. Könntet ihr jetzt bitte mal da euren Freund helfen? Jetzt geht Boromir drauf. Da sind noch mehr. Warum steht sie? Ich kämpfe bis zum Ende. Ja, ja. Aragorn, halt dich hier schon. Okay. Also wo ging es nach hier unten weiter? Nirgendwo hin. Das heißt, ich würde fast sagen, wir gehen hier jetzt nochmal zu den Wegen zurück. Ja, ich glaube tatsächlich, wir sind den falschen Weg gegangen. Wir hätten, glaube ich, nach rechts gemusst. Deswegen gehen wir jetzt als erstes mal wieder nach links. Nehmen wir den Weg. Werden wir auch nochmal sehen, wo es dahin geht. Achso, jetzt müssen sie sich einmal komplett durch die ganzen Minen durchrennen oder was? Yep. Das könnte eine Weile dauern. Ah gut, dann möge es wohl so sein. Gimli und Aragorn sind tatsächlich gleich schnell. Vorne wegrennen Gandalf, Boromir und Legolas, dann kommen Gimli und Aragorn, dann kommen die Hobbits. Wahrscheinlich wohl genau deshalb Gimli und Aragorn getrennt, weil die beiden gleich schnell sind. Und tatsächlich auch was ausrichten können. Ich hätte echt geflucht, wenn die Hobbits alleine weggeschickt worden wären. Also getrennt worden wären. Das wäre ekelhaft geworden. Stand wird halt immer größer, ne? Ich möchte auch wissen, was hier ist. Jetzt geht's erstmal nach da, weil da seid ihr jetzt gerade näher dran.
Da könnt ihr gerade direkt durch, da seid ihr näher dran. Was ist hier im Süden? Machen wir ein bisschen mehr Licht, Gandalf. Okay, hier sind Orks. Hier sind sogar eine Menge Orks. Okay, aber dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Der Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde, Age of the Ring. Bis dahin und tschüss.